uns im Nebensee. Wir tauchen ein in die Spiele. Na, hallo und herzlich willkommen, live von der schönsten Insel der Welt. Peru Place, live aus Zypern, ich bin der Peru, hallo und herzlich willkommen zurück. Ihr seht schon, bei allerbestem Hamburger Mistwetter melden wir uns hier wieder von Heavy Cargo, The Truck Simulator. Ich glaube, ich setze mich mal hier in die trockene Kiste. Ja, wir werden heute mal wieder ein paar Aufträge fahren und ich bin sehr gespannt, was das wird. Ich muss mich nur ganz kurz hier nochmal wieder einfuchsen mit der Steuerung. Jetzt warte mal ganz kurz. Scheinwerfer war da oben. Okay. Werden wir gleich brauchen. Scheibenwischer. Hallo? Wo war der Scheibenwischer? Oh Gott, diese Menü-Info finde ich jetzt auch so ein bisschen suboptimal. Kann mir irgendjemand sagen, wo der Scheibenwischer ist? Vor allen Dingen, nicht, dass das Ding stehen bleibt, sondern du musst immer wieder neu klicken, das ist ein bisschen Truck zurücksetzen, Differential. Hallo? Bleibst du stehen? Himmel. Rundleuchten, Nebelscheinwerfer. Scheibenwischer. Okay, den haben wir hier, warte mal. Wieso geht er jetzt nicht an? Hallo? Hä? Sehr merkwürdig. Egal. Wir suchen uns einen neuen Auftrag. Mit leerer Hülle, glaube ich. Das war das Letzte, ne? Das war das Letzte, genau. Prähistorisches Klima hatten wir als Letztes. So, ich musste mich selber jetzt gerade wieder erstmal ein bisschen umorientieren. Ja, wir haben schon gemerkt, hier gibt's so das ein oder andere merkwürdige Verhalten hier in diesem Spiel. Aber ja, damit müssen wir jetzt erstmal leben. Ich glaube, ich bin da mit Pat und anderen überein. Wahrscheinlich auch mit euch, die ihr das vielleicht spielt. Hier ist noch der ein oder andere Patch fällig und definitiv notwendig. Ja, wir werden sehen, wie wir trotzdem jetzt erstmal durchkommen. Die nächste Mission wäre frisch verkabelt. Das finde ich sehr schön. Da haben wir aber eine ganze Strecke wieder zu fahren. Warum jagen die uns immer wirklich quer über die gesamte Karte? Das ist ja wirklich entzückend. So, okay. Müssen wir erstmal wenden. Jetzt habe ich den mistigen Scheibenwischer immer noch nicht an. So, jetzt warte mal. Scheibenwischer, Scheibenwischer, Scheibenwischer. Warum kann ich das hier auswählen und warum geht es trotzdem nicht an? Und die Hände nehmen. Ah, geil, ich kann. Moment. Ich kann die Hände da wegnehmen, weil die sehen immer so spacken aus. Das finde ich gut. Rundumleuchten an, aus. Wieso geht der Scheibenwischer nicht an? Nee, jetzt mal ohne Scheiß, Freunde. Scheibenwischer, da. Hallo? Hupe, Scheibenwischer. Junge, regt mich das auf. So, jetzt aber Abfahrt hier. Junge, Junge, Junge. Oh. Ja, toll. Und die Lenkung schwimmt wie die gesamte Straße hier gerade. Aber dann müssen wir durch. Ihr habt es so gewollt, also ziehen wir das auch durch. Gnadenlos. Kennen wir nichts. Übrigens, Leute, bevor ich es vergesse, natürlich nicht vergessen, wie immer, wenn es euch hier gefällt, lasst gerne ein Like oder Follow da, Daumen nach oben, netter Kommentar, freut den Papa auch immer. Ja, einfach mal schnell hier knackig um die Kurve, wie immer. Aber dass ich die Handy hier ausblenden kann, das finde ich sehr gut. Weil das sieht so, Entschuldigung, das sieht so spacken aus. Dann lieber die Hände weg.
muss man ja auch nicht sehen. Ne? Also ich fahre auch hier gern stundenlang ETS, ATS. Ich muss die Hände da nicht sehen. Also bevor es jetzt spacki aussieht, dann lieber gar keine Hände. So, das ist eine ganz schöne Strecke hier. 17,1 Kilometer, bis wir beim Auftrag sind. Das ist eine Ansage, ne? Es fällt mir gerade mal was auf. Könnt ihr mir das mal sagen? Vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Müssen wir die Fahrzeuge eigentlich auch auftanken? Drängt sich mir jetzt gerade mal so auf. Ist mir auch beim letzten Mal aufgefallen. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Junge, Junge, das ist aber auch ein Elend hier. So. So, der ein oder andere hat vielleicht auch den letzten Stream gesehen. Gab es so ein bisschen Diskussion mit einem Fanboy. Leute, ich sag's hier auch nochmal ganz ehrlich, bevor hier irgendwelche weitere Diskussionen aufkommen, werde ich das hier jetzt und sofort im Keim ersticken. Leute, ich bin hier kein Promokanal für die jeweiligen Studios, es sei denn, sie buchen mich, aber selbst dann sage ich meine offene Meinung. Ich sage sie natürlich noch ein bisschen offener und unverblümter, wenn ich keine Beziehung zu dem Studio habe. Und bei Tox2 habe ich nun mal keine Beziehung, keine geschäftliche Beziehung. Da müsst ihr durch. Wenn euch das nicht gefällt, tut mir das sehr leid. Ne? Aber ich werde mir schon gar nicht auf meinem eigenen Kanal den Mund verbieten lassen. Ne? Müsst ihr durch. Ne? Ansonsten, sorry. Ne? Dann seid ihr ja falsch. Ne? Ich bin hier kein Promokanal. Ich zeige euch Spiele mit euch, Spiele, die ich gern mag oder die ihr sehen wollt auch mal. Mache ich auch gern für euch, ne? Aber bitte erwartet nicht, dass ich alles toll finde. Und schon gar nicht, wenn ihr irgendjemanden von irgendeinem Publisher oder Studio kennt. Das ist mir ziemlich Wurst. Das wird auch meine Meinung nicht ändern. Ne? Sorry. Ne? Also, dass wir das mal ein für alle Mal klargestellt haben. Ne? Also, Dankeschön fürs Gehör in diesem Moment. Aber das musste jetzt nochmal gesagt werden. Ganz klar und deutlich. So, damit hoffe ich, haben wir dieses Thema vorerst mal wieder abgehakt. Ich bin es eigentlich leid, das immer wieder wiederholen zu müssen, aber es gibt immer wieder leider diese Situation mit irgendwelchen Fanboys oder Girls oder die meinen, sie kennen jemanden und fühlen sich dann persönlich angedisst, wenn ich ein Spiel kritisiere. So ist das eben, ne? Wenn ihr durchgehend positive Videos sehen wollt über dieses Spiel, dann geht auf die Seite vom Publisher, da werdet ihr garantiert keine Kritik hören. Oder ähnliches, ne? Dann seid ihr da besser aufgehoben. Ne? Wenn ihr eine ehrliche Meinung haben wollt, ne? Vielleicht auch mal ein bisschen schärfer formuliert, ne? Aber immer mit einem gewissen Charme, dann seid ihr bei mir dagegen goldrichtig. So, oh, nur noch 15 Kilometer. Respekt. Also ich schneide hier auch so wenig wie möglich oder gar nicht, wenn es geht, damit ihr das auch wirklich, ne, so als Performance mitbekommt. Gerade hier diese langen Anfahrtswege, da dürft ihr ruhig mit mir mitleiden, weil ihr wolltet das so sehen, dann kriegt ihr das auch ungeschnitten serviert. Da müsst ihr durch, ne? Selbstgewähltes Leid. Das Witzige ist, auch bei dem lieben Kollegen Pat, den habe ich euch nochmal verlinkt hier, Pat der Maulwurf, es ist immer, wenn man Mission fährt, es ist fast grundsätzlich Nacht oder Nebel oder Regen, also auf jeden Fall irgendein Dreckswetter, ne? Also nicht, dass man mal irgendwie ein schönes Wetter hat, bei Sonnenschein eine Mission macht, nee, muss immer irgendwie mistig sein, keine Ahnung, warum das so ist. Ja, also beim Pet, wie gesagt, seid ihr auch richtig, wenn ihr auf Simulationen steht, so wie ich auch, ne, hier Bausimulator, hier Heavy Cargo oder auch andere Truck- oder Bausimulatoren, Fahrtsimulatoren, auch natürlich Races, Rennspiele, seht ihr bei Pet oder auch hier beim Punchman, ne, beim Punisher Gaming. Die beiden, wie gesagt, habe ich euch mal verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei, lasst ein bisschen Liebe da, ne?
So, ne? Also sowas kann man ja mal sagen. Erstens, Support ist kein Mord und zweitens, wir haben so viel Zeit. Ich könnte jetzt hier noch einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Das sind noch 12,9 Kilometer, bis wir überhaupt erstmal bei unserem Auftrag sind. Ich hoffe, dass es ja zumindest dann auch wirklich diesmal tatsächlich ein Heavy-Cargo-Auftrag ist. Das letzte war ja eher weniger Heavy Cargo. Das war zwar Big Cargo, aber nicht Heavy Cargo. Hier und da, zum Beispiel diese leere Hülle da, diese Schiffshülle. Das war ja jetzt nicht wirklich, was ich unter Heavy Cargo verstehe. So, neuer Schnellreisepunkt, wunderbar. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich hoffe, wir können das vielleicht mit diesen... Leute, seid ihr des Wahnsinns. Ich hoffe, dass wir diese langen Anfahrtswege mal vielleicht so ein bisschen minimieren können. Eben gerade durch diese Schnellreisepunkte. Ich weiß noch nicht, ob das so geht. Beim nächsten Auftrag werden wir das mal ausprobieren. Weil das spart natürlich immens an Fahrtwegen, weil hier die Distanzen von einem Auftrag zum anderen sind dann doch teilweise, finde ich, recht groß, wenn man sie fährt. Ich mache das hier jetzt nochmal, wie gesagt, wenn es mit der Schnellreise so anders funktioniert, dass wir zum Auftrag hinfahren oder spawnen können, sage ich mal, dann machen wir das lieber so, ne? Weil da verlierst du ja viel zu viel Zeit nur durch die Anfahrt alleine. Oh, Leute. Ja, wir bleiben einfach mal stehen. Entschuldigung, habt ihr euch verfahren? Ihr solltet doch bei On The Road sein. Oder täuscht mich da? Habt ihr die KI jetzt hier da komplett mit rein integriert? Oder was ist denn hier los dabei? Okay. Ich habe mir schon überlegt, ob wir das mal so im Wechsel machen. Also erstmal, um natürlich überhaupt Abwechslung reinzubekommen. Aber mal zum Vergleich, also wirklich regelmäßig im Wechsel, ne? Mal hier Heavy Cargo und dann mal zum Vergleich immer die Klassiker, ne? Also entweder American Truck Simulator oder Euro Truck Simulator 2, dass wir dann da mal Heavy Cargo fahren. Einfach mal so zum Vergleich. Na, so einmal habe ich es ja schon mal gemacht. Aber ich bin da gerne für eine Zugabe bereit, beziehungsweise, dass wir das regelmäßig durchwechseln. Weil ich glaube, nur den als Heavy Cargo zu spielen, also hier den Heavy Cargo Truck Simulator, ist, glaube ich, ein bisschen zu viel für meine Nerven. Ich glaube, ich brauche da mal so ein bisschen den Classic Stuff zum Entspannen zwischendurch. Würde sich ja auch anbieten, jetzt war ja großer Sale in der letzten Woche bei Steam. Da konnte ich ja meine Karten fast vollständig komplettieren für Euro Truck Simulator. Da fehlen eigentlich jetzt nur die beiden neuen Karten, die jetzt anstehen. Ich glaube einmal diese Nordic-Karte und auf jeden Fall natürlich Griechenland. Da freue ich mich sehr drauf. Alter, was fahrt ihr euch hier für einen Schuh? Kann sich erst nicht entscheiden, wohin, und dann knallt er mir rein hier. Ne, also die beiden neuen, die fehlen noch. Ansonsten haben wir bei Euro Truck Simulator alles. Und beim nächsten Sale werde ich dann den American Truck Simulator, hoffe ich, dann komplettieren können. Dann haben wir da alle Maps vollständig. Ne, und dann können wir da wirklich aus dem Vollen schöpfen, und das ist einiges. Ja, da gibt es ja noch einige andere DLCs, ne? Ja, nicht nur Heavy Cargo, sondern auch Special Transports und den ganzen Bums, ihr kennt das ja. Werden wir auch wieder definitiv hier fahren. Und ich finde, das wäre als Abwechslung ganz gut mal, wenn wir die so ein bisschen durchmischen. So, 6,5 Kilometer noch. Ja, die können einem ziemlich lang vorkommen bei so einer Strecke. Dann auch noch mit Regen. Richtig, richtig assi. Ich gehe mal, glaube ich, doch schon mal hier nach rechts lieber. Ja, ich bin jetzt vor runter.
Oh, einmal wieder eine Kurve normal gefahren. Das passiert ganz selten hier irgendwie. Dass man das mal schafft. Also bei mir ist es jedenfalls so. Ich weiß gar nicht, spielt jemand von euch das Ding mit Lenkrad? Das würde mich mal interessieren, ob das auf dem Lenkrad genauso schwammig ist. Wir spielen das ganze Jahr mit dem DualSense-Controller hier auf der PS5. Ich würde gerne mal wissen, ob das auf dem Lenkrad auch so schwammig ist. Also wenn ihr das mit Lenkrad spielt, schreibt mir bitte mal. Bin da gespannt auf eure Erfahrungsberichte. So, wir hatten ja letztes Mal schon... Oh, falsch reingeordnet hier. Wir hatten ja letztes Mal schon rausgefunden, wie bei On the Road, den linken Analogstick drücken, soll ja angeblich den Tempomat aktivieren. Das funktioniert tatsächlich bei On the Road ziemlich zuverlässig. Hier irgendwie gar nicht. Ne? Wenn ich mich erinnere, richtig erinnere, hatten wir schon in der letzten Folge versucht, das zu tun. Hatte aber überhaupt keine Auswirkung. Wir werden das jetzt hier gleich nochmal probieren. Oder, ich weiß nicht, ist das auf den Truck beschränkt selber? Ich weiß es nicht. Oder gilt das auch für das Begleitfahrzeug? So, jetzt müsste der Tempomat drin sein. Ich glaube, das ist jetzt wirklich das erste Mal tatsächlich, dass der Tempomat gegriffen hat. Wir sind bei 47, 48 Stundenkilometern. Und es funktioniert. Immerhin. Ne, man muss natürlich auch geben, ne? Also ich bin ja nicht so, Gottes Willen. Wenn was funktioniert, dann ist es ja super und dann spreche ich das natürlich genauso an, ne? So ist es nicht. Also ich finde das jetzt viel angenehmer, ohne die Flossen hier im Bild zu haben. Weil diese Arme, die sehen irgendwie sehr, sehr merkwürdig aus, die sie da dem Kollegen verpasst haben. Sieht nicht gesund aus. Was setzt er jetzt hier eigentlich so nach? Jetzt wollte ich eigentlich so stehen bleiben, dass ich die Ampel im Blick habe, aber ja, wieder auf Kies gefurzt hier. So, noch 500 Meter, dann sollten wir da sein. So, da ist schon wieder der Hof. Ja, also hier geht ja wenigstens mal eine Zeitlupe an. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, da ist unser Auftragssymbol. Wir wenden nur mal kurz die Kiste hier. Okay. Mach die Kiste nochmal aus hier. Aber ist ja eigentlich egal. Wenn die Mission starten, ist ja eh aus. So. Das Kraftwerk westlich von Welslow soll modernisiert und erweitert werden. Okay. Dazu sind auch umfangreiche Kabelsanierungen vorgesehen. Da die Kabeltrommeln deutlich größer sind als die üblichen aus dem häuslichen Umfeld, kommst du ins Spiel. Sei vorsichtig in der Nähe von Ampelanlagen. Eigentlich solltest du problemlos durchpassen, aber sei trotzdem vorsichtig. Ja gut, dass die Kabeltrommeln größer sind als die im Hausgebrauch, davon bin ich einfach mal ausgegangen. Ja, und wie es ist, ne? Natürlich, sobald wir an die Arbeit gehen, haben wir natürlich Mistwetter vom Feinsten. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? So, jetzt mal ganz kurz gucken. Scheinwerfer an. So. Das Warnlicht dürfte schon an sein. Ja. Das passt auch.
Okay, Freunde. 5,5 Kilometer sind angesagt, Herr Kaloy. Ach so, jetzt haben wir schon wieder hier keinen Scheinwerfer. Warte mal. Scheinwerfer haben wir, aber jetzt ist hier wieder das Thema mit dem... Da kommst du wohl. Ah, jetzt macht er wieder so pinzig hier. Warte mal. Wenn schon, dann richtig hier. Das ist zu schnell, das ist zu wenig. So. Wieso ist er jetzt schon wieder so schnell? Leute! Ist völlig am Eskalieren hier, das Ding. So, okay. Abfahrt. Einmal mal bei richtig schönem Wetter fahren. Das wäre schon was. Aber nein, wir haben Todesnebel aus The Walking Dead. Oder es ist Nacht. Oder neblig. Oder alles zusammen. Dann vielleicht nochmal mit Regen zusammen. Alles dabei. So, jetzt mal gucken hier. Wie lang ist denn der Bums hier überhaupt? Naja, geht. Also hier ist auch wieder nur ein Begleitfahrzeug hinten. Keine Absicherung in der Front. Was ich mir auch natürlich gerne mal angucken will, vielleicht können wir uns nach dem Auftrag ein bisschen Zeit nehmen, wenn es hinkommt von der Zeit, dass wir nochmal gucken, wie und was wir aufrüsten können an unserem Truck. Oder ob das überhaupt geht. Engelfried reisen. Mhm. Ja, das dauert hier noch. Ziehen wir mal die Bremse hier. Oha! Es bewegt sich. Kommen wir damit rüber? Ich wollte gerade sagen, ich bezweifle, dass wir noch rüberkommen. Ja, und natürlich habe ich recht. Natürlich habe ich recht. Maximal zwei Fahrzeuge, dann ist hier Pumpe. Ah, dann können wir uns schon mal hier die Kurve angucken. Naja, viel ausholen kann ich da nicht. Ha. Müssen wir mal gucken, wie ich da rumkomme. Okay. So, Leute, Daumen drücken. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen hier, Freunde der Sonne. Ah, verguckt. Ja, das war jetzt meine Schuld. Jetzt habe ich hier falsch geguckt. Aber wir kommen mit dem Hintern rum. Okay, passt. Passt, alles gut. So, 43, 44 km/h sollten mir jetzt hier reichen. Tempomat ist angesprungen. Wunder geschehen. Ja, gerade so bei langen, geraden Strecken ist es natürlich ein bisschen entlastend hier. Finde ich gut. Ja, bis auf die Ampeln. Die bremsen mich wieder aus hier natürlich. Ich glaube, ich halte mich mal links.
Ja, jetzt sind wir ein bisschen weiter rechts rausgekommen. Das ist aber nicht schlecht, weil ich sehe gerade, wir müssen dann auch später rechts dann abbiegen tatsächlich. Jetzt sind wir gerade wieder so richtig wunderbar ins Schwimmen gekommen hier mit der Lenkung. So, komm, Kollege, grüner wird's nimmer. Oh, Junge. Es ist schon schlimm genug, dass er die Kurven so normal, auch mit dem kleinen Fahrzeug, nicht richtig fährt. Aber hier natürlich, bei Cargo, Heavy Cargo, wo du zirkeln musst, wo du genau arbeiten musst, manchmal auch später dann wahrscheinlich noch schlimmer. Da würde man sich natürlich bei Gott eine stabilere und exaktere Steuerung wünschen. Man kann es nicht schönreden, Leute. Das ist keine präzise Steuerung, ne? Das ist eben halt so. Das ist ungefähr so, als wenn ich mit einem Buttermesser in OP gehe, um eine Operation zu machen, ne? So fühlt sich's auch an. Hier mach keinen Scheiß, Kollege. Ah, hier verengt sich die Spur auch noch. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht kommen sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er parkt hier mal locker auf dem Gehweg. Kann man machen. Ich würd sofort ein Strafzettel kriegen, bin ich mir völlig sicher. Ihr kennt mich ja, wenn ihr öfter den Kanal hier seht. Ne? Nachtfahrten bin ich sowieso kein Fan von. Aber wenn dann auch noch bei Mistwetter, da werde ich glatt so ein bisschen aggressiv drauf. Vor allen Dingen, wenn ich hier so lenkungstechnisch durch die Gegend schwimme. Aber immerhin, ne? Also bis jetzt scheinen wir toi 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 noch nirgendwo gegengedischt zu sein. Komm, Junge, fahr. Was? Wie? Rote Ampel überfahren. Sieh zu, dass du darüber kommst, Kollege. Ich glaube, es hackt. Ja, eine Ampel nach drei anderen hier wieder. Ach, Kerle. Wo wir vorhin geredet haben von den Klassikern ETS, ATS, da jetzt gerade bei Euro Truck Simulator alle aktuellen Karten vertreten sind, würde ich dann auch gerne mit euch mal so ein paar Long Hauls, also ein paar Langstrecken fahren, quer durch Europa. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen auch mal langsam wieder anfangen. Ich hoffe, ihr habt darauf genauso viel Bock wie ich. Oh Gott, diese Steuerung. So, Moment. Ich muss mal sehen, ob wir hier, ja, ein bisschen mit dem Hintern rumgekommen. Sehr gut.
Ja, also wie gesagt, diese Long Hauls werden wir dann in Zukunft wieder machen, wenn ich ATS, also American Truck Simulator oder bei uns als Insider auch österreichischer Schilling genannt, komplett habe, wieder die Messe, werden wir das da natürlich auch wieder machen. Weil das sind ja die Sachen, die wirklich Bock machen, diese Long Hauls. Oder wie gesagt, natürlich die Spezialtransporte und natürlich auch Heavy Cargo. So, der Kollege hinter mir, ist der noch da? Von dem sieht man ja gar nichts oder hört man nichts, ne? Macht so ganz still und heimlich da hinten seinen Job. Vorbildlich. Und wenn der Regen fällt. So. Na, komme ich noch mit drüber? Tatsächlich. Wahnsinn. Muss nur aufpassen. Da wir als letzte. Oh, Leute, habt ihr es gesehen? Das sind die Kurven, ne? Die machen mich so fertig. Da hast du schon so ein langes Gedöns hinten dran. Und hast fast null Steuerungsgefühl, ne? Also, das dürfte noch abenteuerlich werden. Ist gerade so bei anspruchsvolleren Strecken mit anspruchsvolleren Anhängern. So, mehr als 50 fahre ich mit dem Ding nicht, definitiv nicht. Ist jetzt ja auch keine Megastrecke, 1,5 Kilometer noch. Das sollten wir jetzt mehr oder weniger, hoffe ich, locker und unfallfrei abreißen. Es sei denn, er fängt hier wieder an zu spinnen. Schnell rüber. Hui, und kein Foto. Lasst uns feiern. So, nächste links. Das müsste die Ampel da vorne sein. Ach, das wollte ich doch gar nicht hier. Chinesen. Was ruckelt der denn so hier? Ist mir mein Begleitfahrzeug aufgefahren oder was ist passiert? Na, also das habe ich jetzt selber verkackt, ne? Aber ich bin hier wieder ins Schwimmen gekommen mit der Steuerung. Das ist natürlich eine doofe Kombi, wenn man selber A nicht aufpasst und B dann natürlich noch diese Steuerung hat, dann kann man das auch sehr schwer kurzfristig korrigieren. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier unfallfrei um die Ecke kommen. Ach Gott, er schlägt hier ein wie ein Bekloppter, ne? Ich weiß nicht, wie weit ich die Lenkradsensitivität, hier noch zurückdrehen soll. Also ich bin jetzt fast auf Anschlag schon da in den Einstellungen. Aber egal wie weit runter ich das drehe, ich habe das Gefühl, das hat irgendwie null Effekt. Also es bleibt einfach schwammig und abgehackt. Was, wie gesagt, in den Kurven wirklich problematisch ist. Also die Lenkung ist definitiv ein Patch-Thema für eins der nächsten Updates. Ich hoffe, dass die Tox2 genauso. Bin ich zu schnell? Okay, tatsächlich. Ja gut, bergab brauchen wir jetzt sowieso hier nicht groß aufzünden. Dann sitzt uns der Trailer im Nacken. Das bringt es dann auch nicht. Aber wir sind schon gleich am Ziel, ja. Was heißt schon? Mit der Anfahrt. Wir haben. Das ist wie so der klassische Fall, was ich vorhergesagt habe. Ich habe schon predicted, ne? Wir werden Aufträge haben. Da ist die Anfahrt länger als dann der Auftrag selber. Ja. Und siehe da.
Genau so ist es. So, ich will mal ganz kurz in die Außenkamera gehen. Jawohl. Da ist unser Abstellplatz. So, es sieht nicht aus, als dass ich hier nochmal mit dem Kran ran müsste zum Abladen. Das machen die Kollegen scheinbar. Ich meine, ich finde das ja ganz okay, ne? Also, so ist es nicht. So, sehr schön. Wo ist der Spot? Da ist er. Da steht er. Können wir eigentlich mal kurz einen Blick drauf werfen? Haben wir die ganze Zeit nicht viel von gesehen. Ja, eben halt zwei große Trommeln. Ja, kann man schon im wahrsten Sinne schon so bezeichnen als Heavy Cargo. Aber da gibt es schon größere, schönere Sachen. So, Ladung beschädigt 0. Trotzdem nur wieder... Habe ich überhaupt einen Dreier schon geschafft? Ich glaube nicht, ne? Rote Ampeln. 1, 2. Fahrstil nur 67%. Ja, mir soll es nicht liegen. Also gerade so Werte wie Fahrstil, die werden natürlich durch diese komische Lenkung komplett zerschossen, ne? Da habt ihr überhaupt gar keine Möglichkeit, das irgendwie, ja, wirklich hinzubekommen. Also nur mit ganz viel Glück, aber ansonsten habt ihr wirklich keine Chance, es überhaupt zu schaffen, meine Meinung. So, jetzt lasst uns mal schauen. Wir sind offensichtlich, das sieht aus wie unser Firmengelände, kann das sein? Wo sind wir denn jetzt? Zeig mir den roten Pfeil. Wo bin ich? Egal. Wir wollten ja eigentlich ja auch mal gucken, ob wir... warte mal. Wo wir hier tatsächlich was rocken können, wo wir was aufleveln können. Was ist das da oben rechts? Ist das nur eine Legende oder was soll das sein? I don't get it. So, warte mal. Da war eben noch, da ist ein Fragezeichen. Das ist alles gut und schön. Ich weiß aber trotzdem noch nicht. Sporting, Schnellreise. Ich habe jetzt die Schnellreise noch nicht genutzt. Überhaupt nicht. So, da haben wir das Faden. Aha, da ist das Fadenkreuz. Da können wir dann Ziele tatsächlich ansteuern. Warte mal. Ich glaube, wir müssen mehr rein, ne? Ja. Ich wollte eigentlich nur mal schnell hier. Aha, da kann ich eine Schnellreise machen. Ist das unser Office? Ich hoffe. Ja, das sieht so aus. Warte mal. Oder auch nicht. Ist das jetzt unser Gelände oder nicht? Da ist die Garage. Ah, okay. Leute, now we're talking. Das schauen wir uns jetzt natürlich nochmal an. Ach so, hier können wir hier den Aufbau noch aufpacken. Bestätigen. Ach, hier haben wir alternativ noch Universal Transport. Ja, können wir lassen, ne, Gruber. So, dann haben wir... Lass uns mal gucken, was wir hier haben. Wir haben ja ein bisschen Zeit hier. Standard-Chassis Front, da gibt es nichts zu backen. Vordere Seitenteile. Oh! Okay.
Ja, die sehen ja ein bisschen cooler aus, ne? Aber die werden so einfach freigeschaltet, oder? Ich brauche dafür keine Kohle scheinbar. So, hier können wir jetzt gucken, die Schürze, wie wir sie haben wollen. Okay, ja, dann nehmen wir uns auch hier, ne, zum Abschluss hier ein bisschen die Zeit, auch ein bisschen kreativ zu sein. Den Grill lassen wir mal so. Was? Bullbars? Ach so, das sind hier diese unteren. Kann ich davon schon irgendeinen nutzen? Wahrscheinlich nicht. Nein. Bullbars hoch? Nein. Auch da können wir noch nichts nehmen. Gut, was haben wir hier jetzt? Unterer Radkasten. Das kann eigentlich so im Standard, sage ich jetzt mal, bleiben. Das ist jetzt, ne, das ist jetzt so ein bisschen Krekelkram. Wer sich da künstlerisch betätigen will, da haben wir auch noch nichts. Treppenverkleidung haben wir auch noch nicht. Aero-Seitenteil nicht. Trittblech auch noch nicht. So, was haben wir hier? Zwillingsbereift. Okay. So, das sieht jetzt hier nach der Kabine hauptsächlich aus. Okay, hier können wir jetzt ein bisschen. Ja, komm, warum nicht ein bisschen rumspielen hier? Türgriffe. Ja, als wenn man die jetzt groß sehen würde. Obwohl, warte mal. Ich finde es mit dem Schwarzen schöner. Zierleisten. Ach so, da oben. Also, ich sehe da jetzt nicht so den großen Unterschied, aber okay. So, Frontgrill. Das ist jetzt hier vorne. Das finde ich jetzt, da müsste man eigentlich jetzt näher ranzoomen können, um die besser zu sehen. Das ist das Original. Wir nehmen mal das hier. Spaßeshalber. Ich hoffe, das passt einigermaßen. Hinteres Leitblech haben wir nicht. Auch nicht. Sonnenblende. Was noch nicht mal eine Sonnenblende? Leute, was ist denn bei euch verkehrt? Hier die polierten Rückspiegel finde ich schöner. Die nehmen wir auch mal. So, vorletzte Option hier. Jetzt geht's los hier. Die Rundumleuchten. Gut, da können wir jetzt auch nichts machen. Rundumleuchte mittig hinten. Hupe Kabinenseite, Hupe links, Hupe rechts, alles noch nicht für uns drinne hier. Gut, dann bleibt nur noch ein bisschen Deko hier on board. Da sehe ich jetzt hier im Lenkrad nicht so viel Unterschied. Ah, guck mal hier können wir uns schon mal schön was hinbauen. Was ist das? Das soll die Flagge sein? Das sieht komisch aus. Stegosaurus T-Rex. Ja. Ich mache da mal die Aktenablage hin, dass da irgendwas liegt. Das passt. Vordere Ablage. Ja, wir haben jetzt eigentlich, glaube ich, hier. Oh, Moment. Moment. Ey, soll ich mir jetzt echt von Aerosoft eine Tasse da reinstellen? Das sehe ich nicht ein. Heavy Cargo. MAN, darüber können wir reden. Da bin ich dabei. So, was haben wir noch? Hier können wir Wimpel machen. Ich bin nicht so der Wimpelfan, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Beifahrersitz, da läuft auch noch nicht viel. Da würde ich mal sagen, dann soll es das jedenfalls auf jeden Fall gewesen sein. Das haben wir durch. So. Genau. So, wie komme ich jetzt hier raus? Hilfe! Ich will hier raus. Im Ernst, komme ich jetzt aus der Nummer hier wieder nicht raus? Was ist denn jetzt passiert? Ach so, ich muss ganz nach hinten hier. Warte mal. Okay. Wunderbar.
Also jetzt haben wir auf jeden Fall, denke ich mal, eine bessere Achse auf jeden Fall für die nächsten Touren. Ja, und mit dieser kleinen Bastelstunde soll es das für heute auch tatsächlich schon wieder gewesen sein. Ja, wir werden jetzt beim nächsten Mal probieren, ob wir mit dem Einsatzfahrzeug auch springen können über die Schnellreise. Das, wie gesagt, ist für mich Blödsinn, jetzt hier ewig lange Touren zu fahren und dann nur 3 bis 6 Kilometer Fracht. Das macht keinen Sinn, das nimmt uns auch zu viel Zeit weg. Ich werde mal sehen, ob wir das ab der nächsten Folge mit Schnellreisen machen können. Freunde, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, wie immer, würde es mich freuen, wenn ihr einen netten Kommentar da lasst. Gerne auch ein Like, Follow, Abo, Daumen nach oben, was man eben halt so macht, wenn man Liebe vergeben will. Na, ihr wisst, wie das geht. Ja, ansonsten danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Metal-Leute, abonniert alle Peru Plays, von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss.